Hallo und willkommen zum heutigen Part The Crew 2. Ja, es gab ein Update und deshalb kommt dieses Video und deshalb nehme ich dieses Video leider wieder etwas sehr spät auf, weil ich die 7 GB runterladen musste. Es geht zwar inzwischen etwas schneller mit der schnelleren Internetleitung seit 2 Jahren, aber es dauert halt immer noch eine gute Stunde. Ja, es gibt eine neue Disziplin, sowas wie so eine schöne Zerstörungsarena und endlich auch PvP. Das werden wir mal in einem Livestream oder sowas ausprobieren. Ich hatte ja jetzt vor, nicht mehr so viele Parts zu machen, sondern mal ein paar Streams zu machen und dann das Spiel richtig zu genießen. Obwohl man das Spiel, wie ich finde, eigentlich voll zu dem Spiel eigentlich auch die Musik gehört. So, zumindest. Dann reden wir gleich noch über was anderes. Zumindest haben wir hier jetzt The Crew 2 Demolition Derby, so heißt das große Update. Live Battles, das ist das PvP. Und es wurden Grafikoptimierungen gemacht. Ich musste gerade die Helligkeit einstellen. Und ja, die Farben wurden alle ein bisschen intensiviert, verstärkt. Schön, dass du wieder da bist. Betritt die Arena und zerstöre dein Auto, wie nie zuvor im Demolition Derby, in der brandneuen Disziplin. Yeah, ich zerstöre doch gerne mein Auto. Das Teil des Rally Raids, sein Auto zu zerstören. Nehmen an der Live-Schlacht teil, um am PvP teilzunehmen und den Triumph davon zu tragen. Genieße 30 neue Aktivitäten in den ganzen USA und fordere dich mit täglichen Live-Verträgen heraus. Oh, cool. Tägliche Live-Verträge, das klingt doch interessant. Das klingt nach Langzeitmotivation. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Vielleicht habe ich die Freude auch, euch bald das Spiel in einer noch Dieser schöneren Auftritt Grafik. startet live eine neue Challenge. Verträge. In jedem davon erwartet dich eine aufregende Aktivität für die Welt da draußen. Erfülle den Vertrag und live wird dich belohnen. Aber es wird noch besser. Jeden Tag gibt's einen neuen Vertrag. Bleib am Ball und wir sind reich. Okay, interessant. Cool, Spiel verlassen, okay. Drifte 5000 Meter mit einem Driftfahrzeug im freien Fahren. Ach, warum mit einem Driftfahrzeug? Im Gallardo kann man auch gut driften. Verdienen 12.000 Follower im freien Fahren. 0 von 12.000. Wow. Nimm an der Fotoaufgabe teil. 0 von 1. Neu auswürfeln. Würde ich direkt sagen, dass sie einmal neu auswürfeln. Vielen Dank. Jetsprint Event. Erfülle 7 Jetsprint Events im normalen Modus. Okay. Ach so, ich darf nur eins pro Tag auswürfeln. Okay, cool. Da unten sind die. Fahrzeugdrop im Dezember. NOSP. Nissan Event. Genau, und außerdem wurden halt neue Touring Cars und ein Alpha GP hinzugefügt. Club Unit, neues Verfallssystem. Die Club Units, die er als Spieler verdient, eine Halbpaket. Ah, gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, dass die Club-Units eine Haltbarkeit von 2 Jahren haben. Ihr wollt etwas, die offene Spielfeld von The Crew voller Live-Belohnungskisten. Genau. Okay. Hier präsentieren die das wieder. Live-Battle ins HQ. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch gerade mal das Live-Battle an. Machen wir heute so ein bisschen Einführung da rein. Das heißt, wir fahren heute wahrscheinlich gar nicht so viel. Holen uns dann vielleicht noch gleich einen Wagen dafür. Hi. Live Battle. So, wo sind wir hier? Kenne ich diesen Ort? Also, den Ort kenne ich natürlich, aber da saß vorher der Typ nicht, war? Das heißt, vielleicht Live-Schlacht. Endlich. Live hat gerade seinen neuesten Wettbewerb gestartet. Live Battle. Jetzt kannst du gegen andere Fahrer aus der ganzen Welt antreten, neue Bestenlisten erobern und coole Belohnungen gewinnen. Die Fahrer können wählen, in welchen Events sie sich messen wollen. Und es wird regelmäßig neue Events geben. Eine ganz neue Art, die Straße zu erobern. Übrigens, falls ihr es häufiger mal klickern hört, dann wisst ihr, dass ich hier gerade mein Mikro gemutet oder entmutet habe. Also wundert euch nicht. So, wir haben hier King of Mayhem. 100 Punkte bis zu Bronze 3. Ich würde sagen, wir registrieren uns einfach mal für die Street Racing Serie. Dann gucken wir mal.
Je besser der Rang, desto besser die Beute. Spielersuche läuft. Thais. Leif hat außerdem eine Karten-App erstellt, mit deren Hilfe man Events in der ganzen Welt anzeigen kann. Oh, cool. Es gibt sogar gerade 3 Spieler. Dann würde ich sagen, wir testen heute das. Was soll ich machen? Nein. Er umschalt. Nächste Info. Wow, toll. Nee, danke. So. Ach so, okay, cool. Ich habe hier gerade mein Jeep ausgewählt. Kollision, Verkehr, Hypercar, Coconut Groove. Wir fahren Coconut Groove. Ich bin für Coconut Groove. Oh, das andere ist doch, das Hypercar dort doch meistens ziemlich lang. The Strip West fahren wir also. Okay, cool. Dann würde ich mal sagen, wir zeigen mal, was wir haben. Nicht wahr? Und da. Meine Aufnahme Outer City hat nämlich gerade Grafiklecks. Aber ich laber einfach. Sind nochmal so ein Auto für Demolition. Das wird. Da haben wir's. Ah, cool. Hallo? Fängt ja perfekt an, muss ich sagen. Okay, beschleunigen. Runter. Links, rechts. Und das reicht erstmal, würde ich sagen. Ah, Verbindungsproblem. Way! Ich liebe es. So, ich darf immer noch nicht fahren. Schön. Super. Warum nicht? Das war die falsche Geschichte. Das war immer noch die falsche Geschichte. Das ist die richtige Geschichte. Schön. Bodenfahrzeug. Beschleunigen. Bremsen. Links fahren. Rechts fahren. Und das reicht erstmal. Flugzeug und Boot lassen wir bisher noch leer. Darum kümmere ich mich dann mal bei Zeit. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt losfahren können. Können wir. Schön. die Grafik sieht cool aus. Haben sie was... Oh, cool, das ist die Handbremse. Das ist der Nitro. Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich darum mal offscreen. Hier links. Hier rum. Hi. Hey Leute. Ich werde hier gerade boing überrundet. Schön, nicht wahr? Ach. Scheiße. Ich glaube, es ist ein kleines Problem, wenn man nicht weiß, wo das Nitro ist in diesem Spiel. Einmal hier rum. Yay, 1 Minute Rückstand, weil ich erstmal meine Steuerung einstellen musste. Dass ich nicht mehr WASD fahren muss. Way. Darauf lege ich Wert. So, und anscheinend stimmt irgendwas mit meinem Pedal nicht. Aber ich glaube, ich kann auch noch so fahren, oder? Ach so, mein ganzes Lenkrad. Wurde gerade mal wieder nicht genommen. Interessant. Yay. Ich muss das Rennen beenden, bevor die Zeit rum ist. Way. Das heißt, ich wurde hier wahrscheinlich schon doppelt überrundet. Cool. Die haben mich wahrscheinlich gesehen und dachten sich, was tut der da? Er fährt irgendwo in die Karpaten. Würde ich mal sagen. Oh, aber die Grafik sieht cool aus. Die Farben sind alle... richtig schön, jetzt intensiv, würde ich mal sagen.
Yippie! Way. Cool. 100% CPU-Auslastung. Läuft. Und ich wurde gekickt. Danke dafür. So, wir sehen uns gleich wieder. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich werde den Part wahrscheinlich nämlich nicht schneiden. Das heißt, wir können uns schon mal... Der Ton ist irgendwie halbwegs weg. Okay, cool. Wir können uns gerade mal über das Neue unterhalten, worüber ich noch reden wollte. Nämlich, dass ich jetzt auch noch einen Code... Genau. Vielen Dank. Pin entfernen, verlassen. Verlassen. Danke sehr. Und dann... Hä? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung, ja. Darum würde ich sagen, kümmere ich mich aufs Cream. Wir fahren jetzt erstmal hier immer in die Garage. Holen wir den Mini raus oder den Gallardo. Wahrscheinlich den Gallardo. Und dann gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Wir sollten nämlich zuerst einmal gucken, wo es denn noch die anderen Leute, wo es denn noch die anderen Autos gibt. Gator Rush Einführung. Genau. Goldrausch. Gator Rush Hauptevent. Ganzen Geschichten. Dann gibt es, meine ich, noch ein neues. Ach, hier, bei Freestyle wird es wahrscheinlich sein. Hm. Okay, kann auch sein. Hier, Holiday Special, das werden wir dann vielleicht auch irgendwann nochmal machen. Da haben sie sich wieder eine neue Live Extreme ausgedacht. Genau, Demolition Derby. Ich habe aber gerade keinen Bock, das zu... einfach so zu betreten, das ist lame. Das ist, wir setzen uns in einem Wegpunkt und... jetzt reisen dann einmal wieder in die Nähe. Wie häufig. Wollen wir den Lambo durchs Gelände schicken? Der arme Lambo. Ich würde sagen, wir nehmen dafür mal unser geländetaugliches Fahrzeug. Wechseln dann einmal in die Cockpit-Ansicht. Aber das Spiel sieht ganz... Das Spiel haben sie jetzt doch ordentlich nochmal was geschraubt. Sieht jetzt doch nochmal ein Stückchen schöner aus. Dadurch, dass die Farben besser sind. Da war ein Hubbel. Ja, was ich noch... sagen wollte, für die Streams, yeah, Land trifft, habe ich jetzt noch eine, bin ich vor kurzem bei einem anderen Streamer auf die Internetseite Loots gestoßen und diese Internetseite, cool, das ist, wir wechseln immer auf Hovercraft, ich mag Hovercrafts für sowas. Stimmt, ich hatte den ja mal... Ich hatte euch ja mal mit Logos versehen. Ja, fällt mir jetzt gerade ein. Wo ich hier hinten gerade bin. So, wo ist denn das Hovercraft? Da ist es. Wählen wir einmal aus. Und fahren dann weiter. Kann ich einmal starten? Nein? Okay, cool. Oh, hi. Schön, jetzt hat das wieder gerichtet. Ach, jetzt steht auch Bronze 4. Ist das ein Boot? Ist es wahrscheinlich ein Boot, nicht wahr? Och. Runter, links, rechts. Vielen Dank. Ah, besser. Deutlich besser. Obwohl, ob so viel besser ist, weiß ich nicht. So, dann können wir hier nämlich einfach den Fluss überqueren, ohne das Spirenzchen mit dem Boot machen zu müssen. So, da wären wir. Gut, dann hat sich die Sache aber mit dem Streamen wahrscheinlich wieder erledigt, weil meine CPU nämlich wieder zu 100% ausgelastet ist und das heißt, ich habe wieder ein Problem. Demolition Derby. Neue Disziplin. Sehr schön. Populär, populär, berühmt. Wow, toll. Hier kann ich jetzt ein Fahrzeug kaufen und für die habe ich mich noch nicht qualifiziert. Okay. Übrigens,
Die ersten Leute, ach, der jetzt auch. Die ersten drei Leute haben es. Die ersten Leute, jetzt sind es wahrscheinlich schon mehr als drei, aber Mushroom Kicker war der erste Typ, der es geschafft hat, 426.129.103 Follower zu bekommen. Der hat nicht mal ein Logo. Der soll sich mal ein Logo zulegen als permanente Weltspitze jetzt. Und hat es dadurch geschafft, cool, 9.999 zu werden. Echt ein irrer Suchti. Naja, wenn ich nicht YouTube machen würde und ein bisschen mehr Zeit mich mit The Crew 2 beschäftigen würde, was ich liebend gerne machen würde, dann würde ich bestimmt auch schon Kult 1000 oder sowas sein. Weil ich habe unzählige Stunden in The Crew 1 verbracht, einfach nur mit rumfahren und Landschaft genießen, bisschen Musik lauschen, Paket, Season Pass, verfügbar im Paket. Wow, toll. Bundle-Anzeigen, aha. Fender Vero, Fender Bulk, Fender Rattlesnake. Toll. 110. Ich muss gerade selbst gucken. Weil, wie ihr gesehen habt, bin ich jetzt auch gerade hier zum ersten Mal drin. Ich finde den eigentlich ganz nett. Oder den hier. Ich meine, wir haben ja das Geld. Ich glaube, ich könnte den hier zuerst einmal Probe fahren. Also einmal Probe fahren. Okay. Okay. Fährt sich interessant, muss ich sagen. Jetzt nicht so. Er fährt sich so ein bisschen wie der Gallardo, muss ich sagen. Nur halt noch ein bisschen rutschiger. Aber jetzt nicht so rutschig wie so ein Geil. Nice. Cool. Perfekt. Physics-Lesson, würde ich mal sagen. Falls noch jemand Yeah Map kennt. Manomete, das Ding überschlägt sich aber auch schnell. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Geil. Ich liebe sowas. Einfach so ein bisschen, wenn man einfach so ein bisschen das Auto zu Schrott fahren kann. Ja, ich muss gucken, was ich machen kann, dass die CPU nicht mehr zu 100% voll ist. Das haben wir ja gerade gelöst. Und weshalb ich deshalb streamen konnte. Weil die CPU nur noch zu 40% voll war. Und nicht mehr zu 100. Nein, ich wollte den eigentlich nicht kaufen. Danke sehr. Die sieht so ein bisschen comicartig aus. Ja, und da muss ich jetzt einmal gucken, was ich da tue. Way. Boink. Hey, Baum. Na, lang nicht mehr gesehen, nicht wahr? Boink. Ich sehe nichts. Das Ding hat keine Lichter mehr. Die würden wahrscheinlich auch schnell kaputt gehen. Wie? Wollen wir nochmal da unten in die Stadt reinfahren? Ach, und dann sind die 20 Minuten auch schon wieder rum. Okay, cool. Werde ich dem Puff wahrscheinlich einen Blick ins neue Update nennen oder sowas. Der erste Blick ins... Oh, der erste Blick in Demolition Derby. Nee, so werde ich dann den nächsten Part nennen. Wenn ich dann auch wirklich Demolition Derby aufnehmen werde. Ja, mit der CPU weiß ich nicht, was wir dann machen. Naja, zumindest kommen wir jetzt zum Ende nochmal zu Loots. Loots hieß nämlich die Seite, wo ich das da gesehen hatte, wo man nämlich Anzeigen schalten konnte. Ich habe den jetzt gar nicht wirklich getestet. Fail. Und dann könnt ihr da irgendwie, könnt ihr da eine Nachricht schreiben, dann wird da irgendwie eine Anzeige im Stream eingeblendet und mit dieser, und dann, wenn die Anzeige da 15 Sekunden lang stand, dann ist da irgendeine Nachricht von euch. Ich muss noch gucken, wie ich dann eine Nachricht kriege, wenn jemand das macht. Aber dadurch, dass es kostenlos ist, finde ich das eigentlich recht okay. Und habe mir deshalb auch da gleich ein Konto angelegt.
Ah, sehr schön. Und deshalb könnt ihr jetzt bei... geil. Das Ding hat vielleicht einen scheiß Schwerpunkt. Boink. Hat es überhaupt eine Bremse? Interessant zumindest, diese Dinger. Boink. So rumpelt auch die ganze Zeit immer extrem. Yay. Klingt geil. Ja, zumindest könnt ihr jetzt in meinen Videos, da euch Donation, da Werbeanzeigen schalten mit eurer Nachricht, dann kriege ich davon ein paar Cent. Nicht ganz okay. So, wir müssen jetzt aber mal gucken. Boink. Wie sich denn jetzt wirklich fährt. Nehmen wir einfach mal hier so ein bisschen die Gegend fahren. Ich glaube, der andere fuhr sich aber besser. Der fuhr sich nicht so schlimm. Also, was heißt schlimm? Der fährt sich... Naja, sagen wir so, der Mazda fährt sich schlimmer. Okay, der fährt sich aber auch schon relativ schwammig. Yay! Lol. Ich liebe sowas. Sowas, wo man einfach sein Auto ein bisschen zu Schrott fahren kann. Das ist lustig. So. Boink. Tachbaum. Rückwärtsgang ist nicht vorhanden. Doch, sehr gut. Ich glaube, wir nehmen das andere. So. Wählen wir einmal aus. Gucken wir nach einer schönen Farbe. Also ich würde sagen, Gelb ist das Einzige, was hier, oder Orange ist das Einzige, was hier so in Frage kommen könnte. Wir nehmen das. Danke sehr. 200.000. Einmal abbuchen. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, der Part hat jetzt 22 Minuten. Das heißt, wir gucken noch einmal hier kurz, was es hier alles für Aktivitäten gibt. Interessant. Ihr habt jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr gesehen als ich. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich glaube, ich fahre jetzt noch eine Runde, gerade in den, in der PvP. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, nächste Woche. Und dann verabschiede ich mich und sage bis dann und tschüssi.